Guten Abend vom Kapitelplatz in Salzburg. Guten Abend vom Ö3 Weihnachtswunder. Guten Abend an die Braut. Und einen herzlichen Applaus. Es ist schon wieder wahnsinnig viel los bei uns im Studio. Aber es gilt ja auch hier. Und bevor wir loslegen, muss ich es wissen, ja, was seid ihr bereit zu geben? Denn es geht hier ausschließlich um Familien in Not in Österreich, um die gute Sache, den guten Zweck. Habt ihr vielleicht ein Kuvert befüllt oder könnt ihr irgendwas singen? Oder? Die Freiheit allein abzugeben gilt nicht. Ein dickes Kuvert. Dick, aber leicht, also keine Münzen drinnen, das bedeutet, da ist ordentlich was zusammengekommen. Scheinchen. Vielen Dank. Darf ich einmal bitte jetzt wissen, wie du jetzt nach deiner Hochzeit heißt? Pandur Susanne. Pandur Susanne. Ja, geborene? Genau. Furtner. Sehr schön. Furtner Pandur oder Pandur Furtner oder einfach nur Pandur? Pandur. Okay, das heißt, es ist eine eindeutige Sache, große Liebe. Du bist eine wunderschöne Braut, man muss es vielleicht kurz beschreiben. Andi, du stehst ein bisschen näher dran. Es ist ein weißes, glitzerndes Brautkleid mit Tütü. Mit Pailletten. Oben trägt die Dame immer noch ein Klassiker, ein Muff, oder? Ist das so? Ja. Heißt es Muff? So, also ein halbtoter Dackel, in dem man die Hände hineinsteckt. Aber in weiß. Es ist weiß. Also ein schöner Webpelz, würde ich mal sagen. Der wärmt die Hände und dann geht es nach unten. Und was du ja nicht siehst, Robert, was glaubst du, was trägt die Braut? Drunter? Drunter. Ich habe vorher unten drunter schauen dürfen. Ja, und zwar? Kannst du mal ganz kurz... Hey. Die hohen Hacken? Nein, so richtige Mundboots. Mundboots? Alter Schwede. Jetzt habe ich nur eine Frage. Ihr seid eine lustige Hochzeitsgesellschaft. Eher aus Salzburg oder aus Salzburgland? Wo seid ihr her? Aus dem Burgenland. Aus dem Burgenland. Ah. So, aha, schon. Ja. Nehmen also Salzburg. Ja, und draußen vor der Hütte scheint der Rest zu sein, der Hochzeitsgesellschaft. Es fehlt mir nur einer. Ja, du hast doch geheiratet heute, schon oder? Schon richtig gesehen. Ja? Mario Kumena. Hat er euch gefunden? So, der Ehemann ist da. Großartig. Können wir, weil ihr bei der Hochzeit eben ein Bussi, aber schon ein richtiges, wie nach dem Jahr sagen vielleicht, so ein richtiges. Richtiges. Weil wir waren ja nicht dabei. Ja, bitte? Ja. Ganz schön. Lang. Und schön. Du, hast du lange gesucht oder hast du sofort gewusst, wo deine Braut bzw. deine Frau jetzt ist? Nein, ich habe schon länger gesucht. Ja, länger gesucht, ja, verstehe. Ja. Und du hast in jedem Lokal die Rezeche übernehmen müssen, in dem sie vorher waren? Nein, das macht ihr Papa. Also, dann sind die Fronten zumindest hiermit geklärt. Aber ich danke euch ganz herzlich für eine sehr großzügige finanzielle Spende. Ja. Für die gute Sache. Damit habt ihr diesen Abend sozusagen, der hoffentlich wirklich der schönste Tag und der schönste Abend eures Lebens sein möge, auch noch einen tieferen, wirklich schönen Sinn gegeben. Vielen, vielen Dank.